Eltern, Freunde, Bekannte, Verwandte, die heute gekommen sind zu ihrer Hochzeit. Platz nehmen. Sie beide wollen heute kirchlich hier heiraten in diesem traumhaften Ambiente. Stellen wir ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen und ihre Wünsche unter den Gott, an den wir glauben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie haben ja vielleicht gemerkt, dass es keine Liederhefte gibt und dass es hier Instrumentalmusik, die nur in Anführungszeichen gibt. Das hat einen besonderen Grund. Das Brautpaar hat sich das gewünscht, dass wir zuhören an ihrer Hochzeit, nicht abgelenkt werden und das aufeinander hören. Das ist ein Kernthema. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Mögen Ann-Christine und Timo den Mut haben, immer wieder aufeinander zuzugehen. Wenn das Leben sie einen Schritt weiter auseinandergebracht hat. So wie keine Rose ohne Dorn ist, ist keine Beziehung ohne Schwierigkeiten. Wir bitten für Ann-Christine und Timo, dass sie aus den Steinen, die im Wege liegen, neue Brücken bauen und einander Blumen vom Wegrand als Zeichen ihrer Zuneigung und Versöhnung schenken. Wir bitten für Ann-Christine und Timo, dass sie in Stunden der Einsamkeit oder der Enttäuschung an der gegenseitigen Liebe fest zueinander stehen oder wieder aufeinander zugehen. Wir bitten für Ann-Christine und Timo, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe. Lass sie ihre Liebe zueinander niemals als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern als Geschenk und Herausforderung. Sei den beiden nah auf ihrem Weg. Schenke ihnen und ihren Kindern Gesundheit. Schenke ihnen Mut, unüberschaubare Hürden zu nehmen und Enge und Weite auszuhalten. Wir bitten, dass das Haus dieser neuen Familie immer ein Ort der Freude und des Friedens sei. Für jeden, der das Haus betritt. Für alle, die Ann-Christine und Timo auf ihrem bisherigen Lebensweg begleitet haben. Für ihre Familie, in denen sie aufwuchsen. Für alle, die ihnen in Freundschaft nahestehen. Lasst uns bitten für die Menschen, die an diesem wichtigen Tag gerne bei uns gewesen wären, die uns aber schon vorangegangen sind. Nimm sie in deine barmherzigen Arme auf und lass sie für Ann-Christine und Timo Wegbegleiter und Schutzengel sein. Sie sind umgeben mit Menschen, die sie gerne haben, die sie kennen und die ihnen auch zutrauen, dass sie eine Ehe führen und die sie dabei unterstützen wollen und auch Gott
macht diese Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende eures Lebens. Deshalb frage ich Sie, Timo, sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut an Christine den Bund der Ehe zu schließen? Ja. An Christine, ich frage auch Sie, sind Sie ebenfalls hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrem Bräutigam Timo den Bund der Ehe zu geben? Ja.